Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf DOGG. Unser heutiges Thema dreht sich um den Rapper Summer. Summer Jam hat 200 Millionen Aufrufe auf seinen Track Tamam Tamam bekommen, meine lieben Freunde. Das ist wirklich eine beeindruckende Leistung, meine lieben Freunde. Wer hat wirklich von einer Nacht auf den anderen stetig irgendwie seinen Erfolg bekommen, ja? Also er war nicht von vornherein mit Hype gesegnet, der Arme, aber der hat wirklich im Moment wirklich Hype des Todes, würde ich mal so sagen, ja? Mit dem Track Tamam Tamam, wie gesagt, 200 Millionen Klicks, meine lieben Freunde, ja? Also das ist wirklich eine beeindruckende Leistung. Wow. Die nächsten Rapper, die diesen Status, den Summer Jam gerade genießt, erreichen werden, sind Miami Yassin mit Kokaina und Mero mit Ballerlos, schätze ich mal. Was man natürlich nicht vergessen darf, dass viele der Aufrufe nicht aus Deutschland stammen, ja? Meine lieben Freunde, also es ist natürlich unmöglich, dass 100 Millionen Klicks in Deutschland stattfinden können. Es sei denn, er hat wirklich durch Kai Klicks gekauft, was aber natürlich bei Summer Jam nicht der Fall ist. Bei dem Rapper Mero ist es natürlich im Raum gerufen worden, oder besser gesagt, es war so im Thema. Bei Summer Jam ist es nicht der Fall. Die 100 Millionen hat er sich wirklich hart erkämpft. Es ging wirklich rasant schnell nach oben bei den Summer Jam, würde ich mal so sagen. Das hat ihn, glaube ich, den Durchbruch überhaupt geschafft, als etablierter, krasser Künstler jetzt am Start zu sein. Wie gesagt, viele der Aufrufe stammen nicht aus Deutschland, sondern stammen aus der, man wird es nicht glauben, aus der Türkei. Ja? Also aus der Türkei stammen die größten Aufrufe. Das kann natürlich auch mit dem Titel zusammenhängen. Tamam Tamam ist natürlich auch wirklich türkisch angehaucht, würde ich mal so sagen. Und es wurde auch, soweit ich weiß, in vielen Clubs in der Türkei gespielt. Auch viele Künstler in der Türkei haben diesen Track performt auf der Bühne, auf ihren Konzerten, wie beispielsweise die Künstlerin Hadise. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Freunde, ihr könnt es gerne mal googeln. Die hat auf jeden Fall in einem ihrer Konzerte diesen Track abgespielt und auch mitgerappt. Ja, also wirklich sehr interessant, Freunde. Glückwunsch an den Rapper Summer Cam. Hast du super gemacht. Mach weiter so. Was wirklich sehr heftig ist, dass Summer Jam mit dem Song, der jetzt gerade neu rausgekommen ist, Pompa, ja, also schon quasi die gleiche, ähnliche Rap-Struktur und den gleichen Beat und so weiter, schon ähnlich wie Tamam Tamam rausgebracht hat. Ich weiß nicht, ob ihr es analysiert habt, Freunde. Ich bin natürlich eure analytische Plattforma hier auf YouTube. Der Song ist schon sehr ähnlich dem Tamam Tamam angehaucht. Ihr könnt euch diese beiden Songs gerne reinziehen. Ich werde euch die Links unten verlinken und zieht euch natürlich das neue Album von Summer Cam rein. Sehr interessant, sehr gut, sehr melodisch und ich danke euch fürs Einschalten. Ich wünsche euch was. Peace and out.